So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Hört ihr was schmatzen in der Ecke? Was war da denn los? Das ist natürlich der Adi. Der sitzt nämlich gerade hier und frisst. Und er wird immer dicker und er schlingt und er macht. Pupsi liegt drüben auf dem Sofa, die ruht sich gerade ein bisschen aus. Denn wir haben gerade gestreamt, also ich habe gestreamt, wir wollen jetzt eigentlich mal zur Mutter Kuchen essen. Also Dönermann, Pizza vorbeibringen und so Zeug. Und ich muss auch nochmal zur Post, denn ich muss noch was wegbringen. Briefumschlag habe ich schon hier, Kugelschreiber habe ich hier, habe ich gerade im Stream zurechtgemacht. Absender drauf, Empfänger drauf. Der gute FC Mary aus dem Stream, der bekommt nämlich Fanpost von mir. Und was wir ihm schicken wollen, das haben wir hier, und ich hätte mal wieder Fingernägel schneiden sollen, das sind nämlich hier Pokémon-Karten. Und das sind nicht irgendwelche Pokémon-Karten, das sind die Pokémon-Karten vom McDonald's Happy Meal. Das war ja jetzt eine Zeit lang drin, beziehungsweise ist schon ein bisschen wieder her. Alle Leute sind ausgerastet, alle Leute sind zu McDonald's gerannt, haben sich da Pokémon-Karten geholt, haben sich Happy Meals geholt, haben gesagt, ich brauche nicht das Essen, gib mir nur die Karten, du Sau. Wollten alle Karten sammeln. Ein richtig cooles Video gibt's auch bei Matt Stoney auf dem Kanal. Der hat einfach gesagt, ich esse so lange Happy Meals, bis ich endlich alle Karten habe. Und dann hat er sich immer das reingestopft, ausgepackt, reingestopft, ausgepackt, und er wollte alle 25 verschiedenen Motive haben. Ich habe die, glaube ich, nicht alle 25 verschiedenen. Trotzdem ist hier ein bisschen was zusammengekommen. Pupsi hat mir mal was mitgebracht. Dann war ich mit Pupsi selber mal dort. Dann war ich mit der Mutter mal dort. Wir haben da öfters dann gegessen. Und was macht man jetzt damit? Ich selber brauche die nicht, muss ich ganz offen sagen. Ich habe noch nie Pokémon-Karten gesammelt, auch wenn ich finde, dass manche Designs richtig cool aussehen. Deswegen, weil FC Mary mir damals Blumenkranz-Shiny Vonera getradet hat und ich das richtig cool fand von ihm, und er irgendwann gefragt hat auch, ob er mir die Pikachu-Holo-Karte abkaufen kann, habe ich gesagt, hä, wieso abkaufen, ne? Ich bin nicht so einer. Ich weiß, viele würden jetzt die Karten einfach nehmen und verkaufen. Die würden jede Holo-Karte reinsetzen und verkaufen. Jeder will da das... Der Rubel muss rollen, jeder will damit Geld verdienen sozusagen. Ich im Prinzip nicht. Ich fand die Aktion ganz cool für die Videos, das mal auszupacken, mal verschiedene Happy Meals zu probieren. Ich fand die Aktion cool, dass ich jetzt hier diese Sammlung mal zeigen kann. Denn was mich interessiert, was für einen Wert hat das? Ihr kennt euch aus, ich kenne mich nicht aus. Da sind jetzt verschiedene Holo-Karten drin, auch die mit Pikachu. Und wenn ihr euch auskennt und ungefähr wisst, was das für einen Wert hätte, könnt ihr das ja mal in den Kommentar schreiben. Dazu möchte ich euch jetzt nochmal alle Karten zeigen, die ich habe. Das heißt, ich drehe mal hier die Kamera um, ne? Machen wir mal kurz so. Und dann könnt ihr euch hier nochmal angucken, was wir hier überhaupt haben. Wir haben hier nämlich einmal Froxy als Karte. Leider ist das halt hier alles, naja, mit der Kamera, das ist eigentlich Mist. Wir haben auf jeden Fall einmal Froxy gehabt, wir haben hier Floing dabei gehabt, wir haben Panflam dabei gehabt, nochmal Froxy, da seht ihr ja, was doppelt ist. Wir haben Indivio dabei, jetzt geht der Adi hin und macht alles voll. Hoppla haben wir am Start, Gekabor ist dabei, Feuerriegel ist dabei, Hopplo, nicht Hoppla, Hopplo ist auch doppelt, Chimpep, haben wir noch Peps, nein, haben wir nicht, Chimpep ist raus, Igamaro, Flemly, Gekabor, Shellast, was irgendwie richtig komisch aussieht von der Karte, Robball, also das sieht so gemalt aus, die anderen sehen wenigstens cool aus, Flemly, Serpifeu, Glumanda, Gen 1 finde ich sowieso immer ganz cool, Chimpep, Bisasam, Fynx, ne? Otaro, Memeon, auch am Start, Shiggy, auch am Start, Flemly nochmal, Panflam nochmal, Chimpep, Bisasam, Otaro, Memeon, Flamyao, kenne ich gar nicht, habe ich schon mal gesagt, keine Ahnung, was das ist, ach, ich schieb die jetzt einfach alle zusammen, egal, habe mich dann gefreut, als ich die auch gezogen hatte, weil das halt was Neues war, Fynx nochmal gezogen, Gekabor nochmal gezogen, Flemly, Robball, Bisasam, Panflam, Memeon, Chimpep, und dann kommen wir schon zu den Holo-Karten. Wir haben nämlich einmal das Bisasam Holo. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was das so wert ist, entweder schreibt mal eine Liste rein für jede einzelne Karte oder addiert dann das zusammen,
was das für eine Wert hätte. Bisasam, Holo am Start. Wir haben Igamaro, Holo am Start. Wir haben Serpifeu, Holo am Start. Wir haben Froxy, Holo am Start. Bautz, Holo. Bautz, Nasenf, Holo am Start. Wir haben Robball, Holo am Start. Serpifeu, Holo. Was? Schon das zweite? Okay. Dann haben wir natürlich Schimpep am Start. Holo. Wir haben Hoplo Holo am Start. Holo. Fünks am Start. Holo. Und ihr seht, das sind schon lauter rote Karten, lauter brutale Starter-Pokémon und Feuerangreifer. Hier Glumanda. Glumanda fand ich besonders cool. Bisasam fand ich richtig cool. Und Glumanda fand ich besonders cool, weil es ja eben die Starter der ersten Generation sind. Und hier ist dann natürlich auch die Pikachu-Holo-Karte. Die scheint wohl am seltensten zu sein oder den höchsten Wert zu haben. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat geschrieben mal, ja, 50 Euro oder so wäre die vielleicht wert. Wenn ihr das wisst, wenn ihr euch auskennt, schreibt es mal rein. Hier liegt jetzt der ganze Haufen da. Die werde ich jetzt alle aus Dank in den Briefumschlag packen. Drachek hat eben nochmal 2,50 Euro gespendet im Stream und gesagt, ich soll das bitte als versicherten Versand schicken oder halt mit Nachweis irgendwas so, weil das schon doch Werte sind. Ich möchte damit kein Geld verdienen, ich hau das jetzt hier raus. FC Mary hat mir geholfen, ich helfe ihm. Riese hat auch gefragt, aber FC Mary kam zuvor. Adi ist auch interessiert, wie man sieht. Also wenn ihr euch auskennt, schreibt mal die Werte drunter. Ich packe das jetzt hier rein, ich gehe jetzt noch zur Post, ich schicke das noch weg. Viel Spaß damit, FC Mary, und der Rest kann seine Karten ja bei eBay verkaufen, überteuert. Ich bin raus, ich bin fertig, ich brauche das nicht. Ne? Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.